Willkommen im Spiel Arena of Valor. Ja, ihr habt mich oftmals gefragt, ob der Toto denn auch mal was anderes spielt. Ja, das tut er. Eigentlich bin ich aber Mausschubser, Makroschreiber, Tastaturbeweger, sonstiges. Also solche Spiele hier wie der Arena of Valor kenne ich überhaupt nicht, kann ich euch sagen. Also ich kenne natürlich den Typ hier, das ist ja so ähnlich wie League of Legends, Dota 2, da gibt es ja mittlerweile mehrere Ableger. Vainglory war, glaube ich, auch ganz, ganz ähnlich. Habe ich auch mal kurz angezockt. Also ich zocke immer vieles an. Aber ich spiele es dann eher selten, weil diese Spielweise hier mit der Bewegung links und rechts mit den Aktionstasten dementsprechend, das ist für mich dann schon, ja, das ist ein bisschen schwieriger für mich, aber wir gucken mal, wie wir uns hier schlagen. Also ich habe das Tutorial hier einfach mal für euch übersprungen. Hier gilt es einfach erstmal nur einen Helden auszusuchen und dann gibt es hier auch immer so einen Item-Shop, also den kann man auch sehr, sehr früh besuchen, nämlich hier schon im Tutorial. Hier wird einem halt beigebracht, die Moves, welche Specials man hat, wie man aufsteigt etc. Also ich denke mal, ihr kennt das, deswegen wollte ich das einfach ein bisschen kürzen. Wir stürzen uns auch gleich in die Action. Das hier ist immer noch Tutorial. Ihr seht das hier, meine Mitkämpfer bewegen sich nicht, weil sie AI sind, also das ist noch die künstliche Intelligenz. Und wir gucken mal, wie ich mich mit denen schlage. Also ich muss hier erstmal so ein bisschen reinkommen in den Move. Und muss mal gucken, choose one of the battle lanes, heißt es hier. Also ich bin immer noch im Tutorial und ich denke mal, wir gehen hier den linken Weg. Wait for your minions, heißt es da. Also ich muss so ein bisschen auf meine Komplizen, so kleine Minions sind das, glaube ich, warten. Und da ist jetzt auch schon so ein bisschen künstliche Intelligenz. Also es wird hier auch angezeigt mit dem Pfeil, wo es jetzt eigentlich erstmal lang geht. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch gleich mal einen Gegner erwischen. Aber ich konnte, glaube ich, hier im Shop noch was machen. Ja, ich konnte dieses Schwert hier, konnte ich das, das konnte ich nur pre-ordern. Okay, da habe ich noch nicht genug, da habe ich noch nicht genug Gold für. Und ich glaube, hier an so einem Item habe ich gesehen, kann man heilen. Ah, das ist immer so ein bisschen Tutorial hier noch. Das heißt also, Butterfly, if you attack enemy heroes, the towers will panel you with a heavy barrage. Okay, also die Statuen hier schießen dann dementsprechend auch. Und da muss ich mich natürlich ein bisschen vorhin acht geben, aber ich sehe jetzt schon, hier wird jetzt schon gerade gekämpft und hier oben, glaube ich, das ist mein, das ist, glaube ich, mein Stun. Und ich habe hier halt verschiedene Schüsse, die ich abgeben kann. Das war Recall. Das heißt, ich kann hier, ich weiß auch noch gar nicht, wie man hier so einen Gegner ins Ziel nimmt. Ah, okay, den habe ich jetzt freigeschaltet erst. Den kann ich aber auch erst in 9 Sekunden wieder machen und dann können wir aber, jetzt habe ich den mal im Fokus hier. Aber ich muss ziemlich dran. Enemy Tower Defense, okay. Dann können wir sicherlich ein bisschen weitergehen. Auch ich kann hier das Ganze updaten, denke ich mal. Und hier haben wir schon unseren ersten Helden. Den stunnen wir auch mal gleich. Ah, nee, das war, glaube ich, kein Held. So, jetzt müssen wir, glaube ich, diese Statue hier defenden bzw. kaputt machen. Und mal sehen, sind hier überhaupt Gegner da? Ja, hier da sind noch so ein paar Enemies, sehe ich gerade. Und okay, dann können wir hier auch aufsteigen. Beziehungsweise, hier haben wir ja noch einen Gegner. Okay, den machen wir mal eben. Ja, den haben wir geschafft und dann geht's weiter hier in der Lane. Wir gucken mal. Ich schalte mir den mal frei. Ich glaube, das ist so ein Mehrfachfeuerschuss. Jawohl. Den stunnen wir hier eben mal. Und den haben wir auch gepackt an der Stelle. Ich muss mich, glaube ich, immer mal so ein bisschen bewegen. Denn ich sehe im Moment nicht. Ah ja, okay. Die roten Kreise sind dann, glaube ich, die Gegner. Und jetzt können wir den aber sicherlich hier machen. So, den Stun werten wir mal ein bisschen auf. Oh, ich bin jetzt auch schon auf 6 aufgestiegen. Also hier levelt man quasi, während man hier, jetzt ruckelt es eben mal so ein bisschen durch hier. Während man sich bewegt, Items macht, beziehungsweise hier die Gegner macht und oh, die Statue. Ja gut, wir sind jetzt so ein bisschen hier, denke ich mal, in der leichten Überzahl hier. Und gucken mal, den kann ich noch wieder updaten. Die haben wir gepackt. Awesome, you have earned a lot of... Ah, ich konnte es gar nicht so schnell lesen, aber wir haben irgendwas gepackt. Habe ich zumindest gesehen. Sind wir eigentlich schon am Ende der Lane? Ja, wir sind hier schon ganz, ganz am Ende. Ah, das ist schon hier der dieses Ding, was man hier in der Mitte verteidigen muss. Und so sieht das Ganze aus. Also eigentlich kann ich das nicht wirklich. Das war natürlich jetzt mit künstlicher Intelligenz. Das war noch nichts mit normalen Spielern hier. Und wir haben gewonnen. MVP 8-3.
Valheim Avatar, ja, so habe ich den hier genannt, Avatar, weil alle anderen Namen, die ich so genannt habe, die waren leider schon belegt. So, jetzt sollte ich eigentlich Tab pressen, hier to continue, aber es geht hier im Moment nicht weiter. Ah, okay, hat nur gerade ein bisschen durchgeleckt. Oh, jetzt sind wir hier schon durch. Congratulations heißt es hier. You received a new hero. Und dann gucken wir uns den einmal an hier. Also hier haben wir so eine Art Main-Menü auch. Und hier gibt es ein Tab Casual Match. Also das ist dann wahrscheinlich schon so ein ganz normales Match. Und ich bin hier aber ja im sogenannten Trainingscamp gewesen. Tut sich im Moment gar nichts. Ja. Ah. Oh, okay. Jetzt haben wir hier ein Standard-PvP. Also irgendwas hängt hier manchmal so ein bisschen. Und Grand Battle 12 bis 18 Minuten. Oh, oh. Okay, da gehen wir einfach mal rein. Schauen wir mal. Oh, ein Valley Skirmish hätten wir vielleicht machen sollen. Wartet mal, ich gehe noch einen zurück. Ach, kann ich gar nicht. Komme ich noch mal einen zurück? Ja, ich glaube, da oben kommt man... Ah, ne, hier kommt man in die... ich weiß gar nicht, wie man hier zurückkommt. Find a Match. Ja, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie man hier zurückkommt. In diese Auswahl hier. Wenn ich jetzt Find a Match mache, dann... Ja, sucht er natürlich hier. Oh, Match found. Ready, also, oh, sind das 10 Leute hier oder was? Donnerwetter, your current credibility score is 100. Also, irgendwas haben wir uns hier schon verdient. Ich kann hier schon entern. Und er hat ja schon ein Match gefunden. Mal gucken, wie das jetzt losgeht. Ah, select a hero, okay. Da kann ich jetzt mehrere wahrscheinlich wählen. Das muss ich mal checken hier. Und, okay, not enough, okay, man muss von verschiedenen Sachen irgendetwas haben. Okay, wenn ich aber jetzt den Avatar, wieso kann ich den nicht auswählen? Ah, so. Okay, Hero, der hier. Ich nehme den erstmal, ich kann ja noch gar keinen anderen spielen. Und, View the Ability, der hat, ach so, man kann sich die Abilities dann angucken. Bulletstorm hier, das ist hier Curse of Death, das müsste mein Stun sein. Das sind nochmal Bloody Hand. Das sind so verschiedene, wie heißt das? Valheim through Magic Damage to the Target in Enemy Nearby. Grants one stack of the Hunter Buff, okay. Und das hier ist Pocket Glyph. Das ist ein passiver Buff. Buff, so heißt es auch, glaube ich. Und wenn ich den jetzt mal selecte, wir nehmen den mal. Balance Team, okay. Also das Team ist noch nicht Balance. Ah, jetzt ist es Balance, okay. Ich weiß gar nicht, ob man hier einen Heiler dabei haben muss, etc. Also ich muss das nochmal so ein bisschen tiefer angehen hier. Es ist wirklich Neuland für mich hier, überhaupt mal so ein Spiel hier zu spielen. Und jetzt weiß ich aber gar nicht, warum das losgeht. Ach so, die Leute laden alle. Mein Char lädt auch, okay. Das dauert dann eine kleine Zeit lang. Das kann ich dann sicherlich hier auch, ja, denke ich mal, rausschneiden. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr Ingame-Sound hört oder wie das Ganze hier jetzt überhaupt rüberkommt. Okay, wir sind da. So, jetzt tauchen unsere Sachen auf. Tap the speaker icon to turn on voice chat. Okay, man kann ja also auch voice chatten, wenn man möchte. Möchte ich aber im Moment nicht. Das ist unsere Lane hier, okay. Und, es geht auch gleich fröhlich los hier. Wie kriege ich die jetzt denn wieder klein hier? Ah, okay. So kriege ich die wieder klein und dann tappe ich mal meinen Leuten so ein bisschen hinterher. Zwei sind rechts rum, drei sind links rum. Ich nehme mal die linke Seite, die war mir ja eben auch ganz gut gesonnen. Und den machen wir uns mal frei, denn mit dem kämpfen wir erstmal, obwohl ich ja so ein bisschen Unterstützer auch bin. Vor allen Dingen mit meinem Stun. Und jetzt kommen wir aber schon in die Nähe. Das sieht man da oben an den roten Kreisen in die Nähe des ersten oder der ersten kleinen Truppen hier, die hier immer mit roten Kreisen dargestellt sind. So, die machen wir noch ganz locker hier. Jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Und dann geht es hier jetzt aber schon mal Richtung des ersten Helden hier. Oder dieser Helden oder dieser Statue, die man hier machen muss. Oh, jetzt kriege ich schon ein bisschen Beschuss. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen zurück hier. Ich weiß noch nicht, wie weit ich hier zurück muss. Denn ich weiß nicht, ob wir irgendwie so einen Heiler dabei haben oder sowas. Oder ob ich hier...
ein Heil Target kriege, oh, da ist ein, da ist schon wieder so ein Gegner. Und okay, den haben wir gemacht. Oh, jetzt muss ich weg. Ich muss weg, ich muss weg. Da muss ich weg. Da muss ich weg. In jedem Fall. Aber einer ist hier defeated. Der ist noch nicht defeated hier. Komm, den machen wir eben noch. Slowed, okay. Und ich glaube, ja, da hätten wir am Ball bleiben müssen. Den können wir eben noch machen hier. Den kleinen Vogel hier. So. Dann haben wir den, denke ich mal, gepackt. Kriegen wir dafür dann schon wieder ein Level. Mensch, bleib mal stehen, ey. Ah, der bleibt nicht stehen. So, da gab es ein bisschen Gold für uns. Und haben hier aber... Ah, okay, jetzt haben wir aber keinen Gegner mehr hier. Beziehungsweise die Statue, die müssen wir jetzt unbedingt mal machen. Denke ich mal. Ah, Tower Destroyed, okay. Oh, wir können uns ein bisschen was leisten. Denke ich mal. 177, ja, wir konnten uns da eben schon nichts leisten. Dann nehmen wir mal dieses Claymore hier. Ah, das können wir auch noch pre-ordern, okay. Ja, ich bin ja immer noch... Eieiei, was ist das? Was ist das hier? Ah, was hat der denn für einen Hammer? Eieiei. Stun, stun, stun. So, geslowdowned haben wir den erstmal. Alter, der haut ja zu, ey. Was ist das denn für ein Ding? Eieiei. Oh nein. Rennt er mir hinterher? Nee, ne? Gab es hier nicht irgendwie so ein Heiler-Icon? Ja, hier gab es so ein Heiler-Teil. Ah, okay. HP and Mana Rack. Aber der ist uns... Oh nee, da sind uns jetzt schon zwei auf der Spur. Und den müssen wir erstmal slowen hier. Ah nein. Defeated. Okay. Ah, den haben wir gerade noch so verteidigt. Okay. Da kommen jetzt aber schon so ein paar neue hier. Und ich denke mal, ich nehme mal ihn hier mit rein. Ihn hier und den werden wir auf. Ah nee, der schafft mich jetzt. Ei, der rafft mich dahin. Oder? Nee, doch noch nicht. Okay. Jetzt habe ich natürlich überhaupt kein Item mehr und ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann am Ende der Lane, kann man, glaube ich, nicht destroyen, sondern, oh, ich kann mir das Schwert hier schon leisten. Das kann ich mir jetzt schon leisten und jetzt müssen wir gerade gucken. Das Claymore haben wir ja equipped, glaube ich, denke ich mal, ich weiß es gar nicht genau. Entschuldigt, ich kann diese Games echt nicht. Ich glaube, hier ganz am Ende konnte man am einen Altar, ich weiß gar nicht, wie man hier schneller laufen kann, konnte man auch wieder recken. Ich glaube, an diesem Altar hier. Ja, hier reckt man, genau. So, jetzt kann ich mich wieder in die Schlacht schlagen. Ah, okay. Wenn ich geschwächt bin, merke ich gerade, dann, oh, ich kann hier voll durch die Mitte lehnen, glaube ich. Dann bin ich auch wieder schneller. Dann gehe ich hier jetzt mal voll durch die Mitte. Ich sehe, dass meine Jungs hier rechts so ein bisschen kämpfen, links aber auch. Aber rechts... Oh ne, wir müssen nach links. Wir müssen nach links hier. Und zwar nach links hier oben. Aber ich glaube, die können wir erstmal ein bisschen defeaten hier. Denn die geben uns so ein bisschen von unserem... Ja, okay, die geben Geld und die geben auch ein bisschen Erfahrung. Also so levelt man hier dann in einer Lane dann. Na komm, den machen wir eben weg. Oh, den machen wir auch weg hier. Ah ja, der hat schon ein bisschen mehr Brocken. Oh. Okay. Okay. Okay, dann laufen wir noch mal ein bisschen nach oben. Und, die sind bei uns hier an dem Tower bei. Leute, wir brauchen hier Unterstützung. Mist. Den haben sie natürlich geschafft, okay. Dann müssen wir hier, glaube ich, so ein bisschen... Double Kill ist da oben. Okay, die sind jetzt schon da oben. Das heißt, wir räumen hier jetzt, denke ich mal ganz nett auf und dass wir da durchkommen mit unseren kleinen Minions hier. So. Da oben sind unsere Leute schon. Oh, die sind schon in der Mitte. Die sind hier schon in der Mitte am Kämpfen. Da kommen wir jetzt nahenlos zu hier. Und oh, ich habe hier aber erstmal ein bisschen was Heftiges. Und ich weiß gar nicht, müssen wir den machen? Ja, den müssen wir in jedem Fall machen. Komm, den machen wir eben down hier. So, das schaffen wir noch im Stehen hier. Zack, Defense Tower destroyed. Und wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah, ich bin eigentlich hier, okay. Das ist der Gegner hier. Ah, ja, der ist schon ein bisschen stärker. Aber ich kann hier eigentlich ganz normal stehen bleiben. Jetzt muss ich ein bisschen weg hier. So, aber gucken mal, ob wir den nicht doch packen. Jawohl, den haben wir gepackt. Und nur noch die Statue jetzt. Ah, ich muss weg. Oh Mist, jetzt bin ich natürlich tot. Aber den einen Gegner haben wir hier geschafft. Was richtig, richtig nice ist. Und
Wir können uns wieder irgendwas gönnen hier. Templet Blades oder Gilded Graves. Okay, wir nehmen diese hier. Ah, den Dagger brauche ich jetzt nicht. Und in 6 Sekunden wache ich dann auch wieder auf der anderen Seite, glaube ich. Jetzt könnte ich natürlich mal meine Teammates beobachten, aber ich stürze mich gleich wieder mit ins Gefecht hier. Denn ich bin ja relativ schnell. So, ich weiß gar nicht, warum der Pfeil hier immer hinzeigt. Ah, okay. Oh, jetzt bin ich schon 10. Shut down. We can turn this around. Okay, wir gehen jetzt mal gnadenlos durch die Mitte hier. Hier sind 2 meiner Mates auch. Das müssten wir eigentlich packen. Da hinten sind die Türme auf jeden Fall schon down. Das ist nicht schlecht. Und ich denke mal, der Gegner, ich weiß nicht, ob er gut war oder ob er schlecht war. Aber den nehmen wir uns jetzt mal. Wie kann ich eigentlich umequippen hier? Ich habe doch sonst immer so ein Schwert. Hier bin ich ja im Moment nur mit Shurikens unterwegs. Okay, oh, das ist nochmal ein Zerstörer hier. Auf 8. No Target, okay. Wieso habe ich kein Target? Ich habe doch ein Target hier. Wieso habe ich kein Target? Ich habe doch hier ein Target. Ist das nicht slowed? Ah, okay. Im Bereich dessen bin ich ein bisschen geslowed hier. Und wir müssen das Ding hier jetzt eigentlich mal packen. Jawohl, haben wir auch geschafft. Ja, irgendwie so geht das. Also ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer angucken hier. Aber ihr seht das, es ist nicht wirklich mein Spiel hier. Und wir haben wieder gewonnen. Oh, ich habe ganz gutes Gold gemacht. Damage to Heroes habe ich ordentlich gemacht. Damage taken. Habe auch ein bisschen was eingesteckt. Okay. Und so, win. Team vs. 5 vs. 5. Und was gibt's hier jetzt gerade? Oh, das ruckelt mir viel, viel zu doll hier. Das muss ich mir mit meinem anderen Mobile Device irgendwie anders machen. Also, das ist hier erstmal gar nichts hier an dem Ding. Hier kann man nicht anders sagen. Viel zu langsam. Woran das liegt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber Return to Main Menü. Und 25 Win 2. Okay, da haben wir richtig fett gewonnen. Also kann ich hier nochmal ins Main Menü reingehen. Talents, ich habe eine neue Funktion. Entlock die Talente, die gucke ich mir mal später an. Ich würde sagen, Leute, bleibt bei mir dran. Bis dahin, euer Thorsten. Bye, bye.